Servus Leute, willkommen zum nächsten Toro-Video. Das Spiel heißt Amapani. Oder Amapami. Ne, Amapani heißt es, glaube ich. Und ich habe im ersten Video gar nicht erklärt, ja, es dieses Toro-Dingens, was ich hier jetzt mache mit, ach, ich zeige jede Woche ein Toro-Spiel oder keine Ahnung, wie ich das machen werde, weil ich am Stück jetzt mehrere Toro-Videos auf einmal aufnehmen werde. Das erinnert mich an den Adventskalender, den ich letztes Jahr gemacht habe. So 24 Toro-Spiele hintereinander. Egal, jetzt gibt das richtig Toro-Ausmaß auf meinem Kanal. Schauen wir mal, wie viele Toro-Videos ich zusammenbekomme. Ja, mir egal. Achso, Figurenwahl, wer ist jetzt wer? Das ist alles japanisch. Lalalala. Achso, ich darf wählen. Okay, ich habe zwei verschiedene Stärken. Marissa, Alice, Patchouli und deinen Namen kenne ich nicht. Ich nehme Alice. Die ist ausgeglichen. Okay, springen. Schutzschild, da geht meine Kraft weg. Das ist Start. Kann ich sonst noch was? Nee. Ey! Ich bin gesprungen. Okay, ich kann mich schützen, aber ich kann nicht schießen. So, ich kann so einen ganz leichten Double Jump. Was ist das? P. So, ich kann rennen, okay. Wofür ist das Schutzschild, das weiß ich nicht. Sieht zumindest sehr interessant aus. Noch ein P. Nee, bringt nichts. Ah, okay. Kann ich mich währenddessen bewegen? Nö. Also ich kann auf jeden Fall Schüsse damit abwehren. So viel steht fest. One-Up. Wow. Hopfee. Was ist das da unten? Das ist ein P-Switch, oder? Nee. Okay, Text. Ich depp, ich renn voll rein. Nee, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Na. Egal. Das sind wahrscheinlich Münzen. P. Ey, hier bleiben. Oh, Moment. Wenn ich gedrückt halte, springst du dann höher? Ja, tust du, aber das ist scheiß schwer. Wow. Münzen oder was auch immer das hier ist. Ne, ich kann nur einmal in der Luft. Wow, du springst ziemlich hoch, Mädel. Ne, wenn ich gedrückt halte, springst du nicht höher, okay. Gut zu wissen. Ahaha. Muhaha. Muhaha. Ich bin Alice, die Zerstörer. Nein, ich Depp, da oben wäre es gewesen, das One-Up. Ach Mann. Goal. Die Musik erinnert mich an Marissa and Alice Trap Tower, okay. Vom selben Macher wahrscheinlich. Und ich habe 11 Leben. Okay, jetzt können wir weitergehen. Kann ich wieder wählen, die Figur? Okay, rosa, weil Alice das gemacht hat. Nee, das war zurück. Ich kann tatsächlich Figuren wählen. Okay, dann werde ich, glaube ich, jeder mal zeigen. Was kann Marissa? Ja, hochspringen. Und sie hält sich auch so den Rock nach unten, wie im Beat'em'up. Wow. Wow, mega Besen. Das... Au. Kann ich dich über den Haufen bremsen? So, ich kann nichts mehr einsetzen. Ja, jetzt ist natürlich doof, dass ich das Schild nicht habe. Achso, ich habe mein Power-Up verloren und jetzt... Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ja, schnell durch. Hä? Was schmeißt du denn da? Ab. Nein, kann ich dich killen? Nicht so weit. Kann ich dich jetzt töten? Nee, offensichtlich nicht. Nehmen kann ich das. Nein! Nehmen kann ich das Teil da auch nicht. Dieses grüne Wuschel. Ich will da nach oben. Nein. Ja, du schießt ziemlich doof.
Ich glaube, ich weiß schon, ja. Oh ne, ich kann da nicht mal durch. So, getötet. Ich glaube, ich weiß schon, wenn da unten. Achso, jetzt ist full. Jetzt habe ich 3 Sterne. Okay, was hat das zu bedeuten? Jetzt ist Energie weg. Kann ich mich ducken? Nee. Nee. Geht's? Ja. Die Tür. So, das ist ein Checkpoint wahrscheinlich. Geile Musik. Ach, Häschen auf dem Pogo-Stock. Achso, Secret Exit. Und ich habe ein Leben bekommen, geil. Superklasse, das macht Spaß. Das macht viel Spaß. Okay, 2 Wege. Dann nehme ich jetzt erstmal dich, da ich nicht weiß, was du bist. Ah, du hast so einen Greifhaken. Okay, das war irgendwie klar. Komm, ja, ich greife euch. Nee, ich habe schon da oben die Stacheln gesehen, ich bin doch nicht blöd. Okay, das ist wie Dings. Das erinnert auch sehr an Marissa and Alice Trap Tower. Hat ja auch dieselben Geräusche. Die Sprunggeräusche zum Beispiel oder vor allem, wenn man durchs Ziel geht. Aber naja, da geht's nach unten, nee, ich gehe da ran. Checkpoint. Okay, erscheinende Blöcke. Weg da. Weg da. Oha. Zum Glück kann sich jeder so kurz abstützen. Kann man jetzt vielleicht sagen, oh, das ist wegen dem Rock. Oh. Ah! Gut, aber ne. Ach nee. Das war total unfair. Achso, ich lebe noch. Ja, nicht mehr lange. Und ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Aber wenn ich das einsetze, bleibe ich kurz in der Luft. Da hast du. Aber jetzt arbeiten die hier schon mit Fallen, diese Miesen. Ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich durch, ja? Ah, sehr schön. Und weg, wieder raus. So, weg da. Aber die Musik ist irgendwie zum Einpennen. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist so. Ja, Moment. Ja, super. Ja, geil. Ich spring ja so hoch. Aber 2 Leben für mich. Die schmeißen hier mit Leben hinterher. Die schmeißen hier mit Leben um sich. Thank you. Weg da. Ja, es geht weiter. Ich denke mal, das zeige ich noch, weil jetzt kommt Patchouli. Was kann die gute Patchy denn? Ja, genau. Ihren Move aus dem Beat'em Up. Ist geil. Patchy räumt gleich gnadenlos auf. Patchy ist die off. Achso, sie schwebt in der Luft, wenn ich das einsetze. Alles klar, alles klar. Patchy ist die Offensive. Ja, genau zwischendurch. Gott. Weg da. Genau zwischendurch durch allem. Okay, schön, weg da. So, das Teil bewegt sich, okay. Da gehe ich aber lieber mal direkt voraus. Ja, Patchy kann ein bisschen mehr fliegen als die anderen. Und Feuerball! Ist nicht so wie Sailor Moon. Patchouli ist viel stärker als Sailor Mars. Ich habe dich genau gesehen da hinten. Fee verbrannt. Ja, komm bitte schneller. Du bist genauso langsam wie Patchouli. Mächtig bis zum Gehtnimmer. Hat übelst krasse Zauber.
Ist aber so langsam, dass die Schwabe kracht. Danke. So, ich verbrenne alles. Ich brenne alles nieder. Ich bin Patchy D. Bösartige. Okay, das fällt nach unten. Ja, das war irgendwie schon klar. Eigentlich habe ich das mit vorhin gerechnet. Nee, ich sehe es schon. Okay. Ey, da oben ist was. 19 Leben habe ich. Aber wieder ein schönes Spiel. Ja. Zeigen wir noch die Figuren. Dann würde ich sagen, das war... gut, dass ich hier jetzt gerade die Access offen habe, sonst könnte ich es nicht mal lesen. Das war Amapani. Ein weiteres Toho-Spiel. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.